Guten Morgen. Nehme ich halt den Pullover. Der gute Bürkner King Pullover, er ist schon zerrissen. Ich nehme ihn trotzdem jetzt zum Arbeiten. Muss halt nochmal lang. Okay, bist du angezogen? Wir müssen noch zum Bäcker. Gut, packen wir mal. Pack ich mal das Auto um. Bis gleich. So, was haben wir denn heute für eine Baustelle zu machen, Dennis? Na, Baumpflege, wie bitte? Baumpflege. Und zwar unten am, naja, am Lückenrohr, Lückenkanal, ja. Und das ein Baum oder zwei? Ja, jetzt geht's zur Pflege, aber ich glaube, wir werden nur ihn schaffen heute, wenn überhaupt. Riesenbäume. Na, das nicht, aber kompliziert, die haben nicht so einen Leittrieb. Also das ist mit einem sicheren schlecht. Du bist dann immer, wenn du halt oben irgendwo einen Leittrieb hast, wo du dich einhaken kannst, dann kannst du über die ganzen Seiten gut agieren. Aber da ist es leider nicht so. Ja, was wollen wir schauen? Bis jetzt perfektes Wetter. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Sache, hier ist nicht wieder irgendwas doof auf dem Auto. Freikratzen hier. Nee, ich muss erstmal die Scheibe freigehen vom Eis. Höfner! So was. Vom Eis befreien zum Fluss und welche. Fahr mal hier rüber. Da war das doch da vorne. Ich glaube da vorne. Fahr mal ein Stück weit. Was sind das für ein hässlicher Klotz da? Achso, nein, das steht hier schon ein paar Jährchen. Ja. Das hat sich jener gekauft, der sich das leisten konnte. Aber es sieht total beschissen aus. Ich kenne Müggelhaut immer noch so vereinzelt als kleine. Hier da auch. Da ist ein Hausboot. Ja. Ja, das geht ja noch. Das kann ja wegfahren. Aber das sieht ja aus wie Scheiße. Ja. Also normalerweise ist heute ja auch untersagt. Wir müssen mal hier rechts hin. Normalerweise ist das ja untersagt. Komm ich da auch? Ja, ja. Wieder raus? Ja, ja. Das ging ein. Da ist meine Arzt mit dem LKW hier gefahren. Wenn wir da jetzt richtig sind, heißt das. Ja, die kleinen da oben, manche alle tut und chillen. Also. Ding. Ja, hier. Du weißt wo? Hier packen. Na, ich weiß ja nicht wo, du musst mal. Nee, alles klar, ja, ist ja alles richtig. Hier. Im Wasserschmutzgebiet. Dann gehen wir mal kurz vorbei und stellen uns vor. Dann mal los. Ja. War schon zu spät hier. Unglaublich. Ach, guck mal, ja, ein Eichhorn. Ja, ach, Willi. Herrlich. Ist der Willi? Willi. Willi wird obdachlos jetzt? Ja, sieht so aus. Naja, glaube ich nicht. Da findet sich was. Und natürlich die anderen Sachen, wie wir besprochen haben. Ja. Von oben sieht das immer noch mal ganz anders aus. Ja, ja. Aber gut, also der sich hier unten gabelt. Ne?
windig. Könnt ihr ja hören hier. Wahnsinn. Eisig. Schöne Position haben wir hier. Von hier ist perfekt. Von hier. So, na, herzlichen Glückwunsch. Stockfinstere Nacht. Nicht zu sehen hier. So, 6 Stunden 36. Also nicht von Anfang an. Nee, nee. Eine Stunde habe ich weg. 7,5 Stunden waren wir hier. Eine Stunde hast du weg. War das denn da weg? Da habe ich einfach Stopp gemacht und dann wieder neu gestartet. Achso, weil der Zeit dann erst losging. Achso, ja, klar. Na gut. Dann haben wir eine Stunde verballert. Effektive Arbeitszeit war jetzt nicht so viel, war vielleicht 5 Stunden oder so. Ja, was willst du machen? Ostpreußen-Döner. Jo, erstmal. Wissen Sie, wer nicht so ein Döner? Ich muss dann Döner nehmen. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen maßlos. Wenn sie nichts wieder. Ach, sie ist ja offen. Die hebt sie richtig offen. Also richtig mit Sitzen und so. Ja. Ist ja auch ein richtig luxuriös. Ja. Gibt es Sätze oder hier? Na, ich weiß nicht. Also eigentlich wollte ich nur zu Hause essen. Aber ich bin nicht. Ach so, du willst zu Hause essen? Ich hab gedacht, du isst mit mir. Warum essen wir denn hier? Na, ich esse ja mit, wenn du auch hier isst. Na, dann essen wir hier. Hier oder zu Hause? Lass uns zu Hause essen. Dann essen wir zu Hause. Wir essen zu Hause. Wir essen zu Hause. So, wie viel denn? Nein, auf jeden Fall erstmal Döner mit extra Fleisch und ein paar Zungen Pommes dazu. Also, nein, ich habe keine Döner oder was? Ich habe keine Malinese zu Hause. Ich kann 5er dazu geben. Ich nehme 2 Döner. Ich habe 5er. 2 Döner. Was kostet denn Döner mit extra Fleisch? Ich nehme mal 4,50 extra Fleisch und eine Portion Pommes oder ich nehme jetzt gleich mit. Die extra Fleisch ist schon mal gut. Herr Krüger! Was machst du hier? Hier? Hier schließt sich der Kreis. Da trifft man sich am Döner. Ja. Was machst du denn hier? Na, arbeiten. Viel Kreuz, viel Mayo. Ohne Kreuz wenig Mayo. Hat er so gesagt? Ich weiß ja nicht mehr. Ja. Ich werde es gleich sehen, wenn es mir entgegenschwappt. Mensch, hier ist größer. Ich bin nicht hier. Hm? Wie bitte? Ja. Jetzt zum Essen. So, ab nach Hause. Jetzt ist schon 20 Uhr. Um Himmels Willen, ey. 20 Uhr ist es schon. Muss ich noch schneiden jetzt? Den Tag heute? Da ist ja nicht viel passiert. Also im Grunde genommen, naja, ich bin den ganzen Tag da gearbeitet. Von Licht bis Licht war. Der Baum ist. Da ist. Ich
weiß nicht mal, ob das so interessant ist, dass da jetzt wirklich nicht viel zu sehen oder so, was an dem Baum passiert ist. Aber eh nochmal ein bisschen brenzlig die Situation sozusagen, wo der, wo sich die, die Sicherung um den Baumstumpf gelegt hat, wo die sich raus hochgerissen hat. Also das war ja okay, flutsch und weg. Das war enorm. Morgen also quasi frei. Morgen gehen wir zur Feindiagnostik mit Marlies. Und wenn wir mal sehen, ob man schon sehen kann, was das wird, was das wird, was das für ein Kind wird, was das für ein Kind wird. Bin sehr spannend. Junge Mädchen, junge Mädchen. Junge Mädchen, junge Mädchen, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt aufgeregt. Oh. Morgen werden wir das eventuell schon wissen. Also wir lassen uns das sagen, wenn es sichtbar ist. Ja, wir machen da kein Geheimnis raus. So, oh, na, ist egal, was kommt, das ist alle gut. Nee, wir wollen das wissen. Immer wieder spannend. Ich habe jetzt einen Jungen und drei Mädchen. Prozentual gesehen wäre jetzt mal wieder ein Junge fällig, könnte man sagen. Oder eben ein Mädchen muss. Kann man ja so oder so sehen. Lieb ist mir beidet. Und bequemer wäre wahrscheinlich ein Mädchen, weil wir ja alles schon haben für ein Mädchen eingerichtet. Ein Junge wäre fast schwierig jetzt vom Platz. Ja, vom Platz ist es sowieso schwierig bei uns. Wir haben zwei Zimmer. Wir wohnen jetzt gerade zu fünft in zwei Zimmern. Gott sei Dank habe ich eben noch unser Wohnzimmer ausgelagert und jetzt auch wieder benutzbar. Ja, das habe ich gerne in einer anderen Wohnung. Leider Gottes ist diese Wohnung eben nicht Teil unserer Wohnung. Also wir können die von unserer Wohnung aus nicht betreten. Ich muss in ein anderes Haus reingehen und dort diese Einraumwohnung sozusagen. Ja, also ansonsten wäre es ideal. Also